Integration. Das nächste Thema ist in gewisser Weise auch eins des sozialen Ausgleichs. Es geht um die Berichterstattung beim Armuts- und Reichtumsbericht. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie sich erinnern, dass es beim letzten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2013 einigen Unmut gegeben hat, weil seinerzeit die FDP, der zuständige Minister von der FDP, bestimmte Absätze dieses Berichtes hat verändern lassen, entschärfen, so sagte damals die Opposition. Die Linken haben daraus die Konsequenz gezogen, dass sie eine unabhängige Kommission fordern, die diesen Armuts- und Reichtumsbericht in Deutschland erstellen soll, also nicht mehr die Ministerien unter Federführung des Wirtschaftsministeriums, wie es bisher Usus ist. Man erhofft sich davon einen objektiveren, weniger nach politischer Ausrichtung gefärbten Bericht. Auch die damalige SPD-Generalsekretärin und jetzige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat damals 2013 doch ziemlich laut und deutlich ihre Klage vernehmen lassen über diese Veränderung, über diese Redaktion des Armuts- und Reichtumsberichtes aus dem FDP-Wirtschaftsministerium. Jetzt hier ist sie in der Debatte nicht anwesend, aber immerhin, es werden natürlich Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion sprechen. Man darf gespannt sein, wie sie sich positionieren werden. Erste Rednerin jetzt gleich für die Linksfraktion, deren Sprecherin für Sozialpolitik und übrigens auch Parteivorsitzende, aber das spielt natürlich im Bundestag eine geringere Rolle, Katja Kipping. Und ich bitte wiederum, die notwendigen Umgruppierungen in den Fraktionen zügig vorzunehmen und die notwendige Aufmerksamkeit herzustellen. Diese Bitte bezieht sich auch auf die unabweislichen Gespräche, die zu führen sind. Man kann sie auch außerhalb des Plenarrunds führen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Katja Kipping für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, werte Damen und Herren, alle 4 Jahre erscheint der Armuts- und Reichtumsbericht. Und diese Berichte könnten eine gute Grundlage sein, um etwas gegen die soziale Spaltung in diesem Land zu tun. Wohlgemerkt könnte, oft ist die politische Praxis eine andere. Der Armuts- und Reichtumsbericht spiegelt die sozialen Verhältnisse in diesem Land wider, ist sozusagen eine Art Check der sozialen Verhältnisse, eine Art Sozial-TÜV. Das Problem ist nun, die Erstellung dieses Sozial-TÜVs liegt komplett in den Händen der Bundesregierung. Sie soll sozusagen ihren Sozial-TÜV selber erstellen. Nun stellen Sie sich mal vor, jedem von uns wäre erlaubt, den TÜV für das eigene Auto selber zu erstellen. Da würden sicherlich so manche Verkehrsmittel mit nicht mehr so gut funktionierenden Bremsen trotzdem zugelassen werden. Das würde die Verkehrssicherheit nicht wirklich erhöhen. Und offensichtlich funktioniert das bei Fragen der sozialen Sicherheit auch nicht. Erinnern wir uns nur an den vorangegangenen Armuts- und Reichtumsbericht 2013. Damals war noch Frau von der Leyen die Ministerin. Wurden auf Druck der FDP besonders kritische Passagen einfach entfernt. Damals kritisierte die SPD das zu Recht sehr kritisch. Heute stellt die SPD die Ministerin, und von einer unabhängigen Erarbeitung ist keine Rede mehr. Wir als Linke meinen, diese Praxis muss ein Ende haben, ganz unabhängig davon, welches Parteibuch die zuständige Ministerin hat. Der Armuts- und Reichtumsbericht muss von einer unabhängigen Kommission erarbeitet werden. Und wir hören sehr wohl von einigen Fachleuten, dass die Erarbeitung inzwischen etwas transparenter abläuft. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Ärgerlich ist jedoch die Aussage von Andrea Nahles zum Armutsbegriff. So behauptet Andrea Nahles in der Süddeutschen,
Der Ansatz der Armutsrisikogrenze führe in die Irre. Angenommen, der Wohlstand würde explodieren, dann bleibt nach dieser Definition das Ausmaß der Armut gleich. Zitat Ende. Dieses Zitat zeigt, die Sozialministerin, ihr Zwischenruf übrigens auch, haben die Art und Weise der Berechnung der Armutsrisikogrenze nicht verstanden. Die Armutsrisikogrenze beträgt 60% des Medians. Und da das etwas kompliziert ist, lassen Sie mich noch mal erklären. Median meint nicht einfach den rechnerischen Durchschnitt. Median heißt, alle Einkommen müssen sich vom kleinsten zum größten Einkommen wie die Orgelpfeifen aufräumen. Und der Median liegt genau in der Mitte. An einem Beispiel erklärt. In der Zahlenfolge 1, 2, 3, 4, 5 liegt der Median in der Mitte, also die Zahl 3. In der Zahlenfolge 1, 2, 3, 4, 500 liegt der Median immer noch in der Mitte. Das heißt also, diese Methode ist robust gegen Abweichungen nach oben oder nach unten. Und ich habe ein Verständnis, wenn Nicht-Fachleute sagen, das ist ein bisschen eine komplizierte Materie von einer Sozialministerin, aber kann man erwarten, dass sie darum weiß und nicht gegen den Armutsbegriff polemisiert. Alle bisher versuchte Schönfärberei konnte aber eine Tatsache oder hat eine Tatsache nicht verschleiert. Fakt ist, es gibt in diesem Land eine extrem ungleiche Verteilung der Vermögen. Während die einen im Reichtum schwimmen, können die anderen sich nicht mal mehr den Eintritt im Schwimmbad im Sommer für ihre Kinder leisten. Und in Zahlen ausgedrückt, während die untere Hälfte der Bevölkerung faktisch null Vermögen hat, hat das reichste Zehntel fast zwei Drittel. Die unterste Hälfte hat faktisch null Vermögen. Die reichsten 10% haben zwei Drittel. Diese Zahlen rufen doch geradezu nach einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Und es ist erschreckend zu beobachten, dass Sigmar Gabriel auch dieses Umverteilungsinstrument offensichtlich wieder zu Grabe trägt. Doch nicht nur bei solchen Umverteilungsinstrumenten von oben nach unten mangelt es der schwarz-roten Regierung offensichtlich am politischen Willen, auch wenn es darum geht, Schikane für arme Menschen zu beenden, sind sie auffallend tatenlos. Und ich muss mich schon wundern, dass es auch aus den Reihen der SPD sehr still geworden ist, wenn es darum geht, die konkrete Hartz-IV-Sanktionspraxis zu kritisieren. Als sie noch in der Opposition waren, waren sie da, sagen wir, deutlich kritischer. Aber nicht nur die großen Baustellen wie die Hartz-IV-Sanktionen werden nicht angegangen. Auch bei vermeintlich kleineren ist man erstaunlich tatenlos. Ich will nur ein Beispiel nennen. Die Anrechnung von Verköstigung auf die Regelsätze. Anrechnung von Verköstigung auf Regelsätze, was das zeigt, hat mir neulich ein junger Dresdner vor Augen geführt. Er hat eine Behinderung, engagiert sich trotzdem ehrenamtlich und er arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Da die Entlohnung dort so schlecht ist oder so gering ist, ist er auf aufstockende Sozialleistungen angewiesen. Das bisschen, was ihm nun monatlich zusteht, wird auch noch um 34 Euro gekürzt, weil, und jetzt zitiere ich aus dem Bescheid, Sie erhalten in der Werkstatt ein kostenfreies Mittagessen. Die Regelbedarfsstufe wird daher um den Betrag des kostenfreien Mittagessens in der Werkstatt in Höhe von 34 Euro monatlich gekürzt. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Von der ohnehin niedrigen Sozialhilfe werden noch 34 Euro im Monat mit Verweis aufs Kantinenessen abgezogen. Da könnte man sich in Grund und Boden schämen. Und das Empörende dieser Regelung wird deutlich, wenn wir diese Situation mit unserer Situation von Abgeordneten vergleichen. Wir bekommen hier in jeder Sitzungswoche Einladungen zu parlamentarischen Abenden, bei denen in der Regel recht gut für Essen und Trinken gesorgt ist. Niemand ist auf die Idee gekommen, uns deswegen eine Pauschale für Trinks und Schnittchen von der Diät abzuziehen, ob wir das sogar noch finanziell verkraften würden. Der junge Mann hingegen braucht die 34 Euro dringend, um über die Runden zu kommen. Diese Regelung ist nur eine von vielen, die armen Menschen das Leben in diesem Land schwer macht und die abgeschafft gehört, sowie im Übrigen das gesamte Hartz-IV-Sanktionssystem mindestens durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt gehört. Kurzum, und ich komme zum Schluss, es braucht eine unabhängige Berichterstattung und es braucht den politischen Willen aus den sozusagen guten Erkenntnissen, auf die guten Erkenntnisse dann noch die richtigen politischen Taten folgen zu lassen. Das Ziel muss sein, alle Menschen in diesem Land sicher vor Armut zu schützen. Das Ziel muss heißen, Freiheit von Existenzangst für alle. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Professor Dr. Matthias Zimmer, CDU-CSU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege. Danke schön, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will zunächst mal auf zwei Dinge eingehen, die Frau Kipping gesagt hat. Ich habe keinerlei Anlass,
gegenüber der Bundesregierung misstrauisch zu sein, dass sie keinen vernünftigen, nach dem Stand der Wissenschaft klaren und sauberen Armuts- und Reichtumsbericht ablegt. Hat sie im Übrigen beim letzten Mal auch nicht getan, und ich habe das bisher auch noch nie erlebt, dass es einen Bericht gegeben hat, der in irgendeiner Weise geschönt wäre, zumal, liebe Frau Kipping, wir als Große Koalition ja auch überhaupt keinen Anlass hätten, einen Bericht zu schönen, denn wir können uns mit den Zahlen, die wir haben, durchaus sehen lassen. Zweiter Punkt, die Kritik an der Ministerin, was die Armutsrisikogrenze angeht. Ich halte das für richtig, was die Ministerin an dieser Stelle gesagt hat, denn in der Tat ist die Diskussion um die Armutsrisikogrenze eine schwierige. Die Armutsrisikogrenze stellt nämlich eine Relation dar. Sie stellt keine absolute Zahl dar, keine absolute Armut, sondern sie ist, wie Sie das richtig dargestellt haben, Frau Kipping, eine Relation. Wer weniger als 60% des Medianeinkommens zur Verfügung hat, der gilt als armutgefährdet. Nun hat der letzte Armuts- und Reichtumsbericht festgestellt, wir haben etwa 15%, die in Deutschland unter die Armutsrisikogrote fallen. Und nun ist eines ja ziemlich verblüffend. Wenn man jedem einzelnen Menschen in Deutschland 5.000 Euro pro Monat auf die Hand geben würde, bei gleichen Preisen, wäre die Armutsrisikoquote immer noch gleich hoch. Denn es hat sich ja in der Relation nichts geändert. Das ist schon einigermaßen schwer zu erklären, und das begründet aus meiner Sicht auch, warum die Ministerin zu Recht sagt, dass diese Armutsrisikoquote einigermaßen problematisch ist. Ganz bunt wird es aber in dieser Armutsrisikoquote, Frau Kipping, wenn wir uns ein Szenario vollkommener Umverteilung ausdenken. Alle Vermögenswerte werden enteignet, jeder bekommt nur 200 Euro monatlich vom Staat, so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, unabhängig von Arbeit. Dann wäre in diesem Szenario keiner arm, weil ja keiner weniger als das Medianeinkommen erhält. Das, meine Damen und Herren, ist ebenfalls ein wenig verrückt. Man könnte aus Mangel an Geld verhungern, aber arm ist man nicht. Herr Kollege Zimmer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Matthias W. Birkwald? Weil das W so schön ausgesprochen wird, natürlich immer. Ja, er legt da besonderen Wert drauf. Ganz besonders herzlichen Dank an Frau Präsidentin und auch an Sie, Herr Kollege Zimmer. Herr Kollege Zimmer, Sie haben jetzt sehr viel erzählt, was alles Armut nicht ausmacht, und schöne Rechenbeispiele dargelegt. Ich hätte zwei Bitten. Die erste, sagen Sie uns doch bitte mal, wer ist aus Ihrer Sicht in dieser Bundesrepublik Deutschland als arm zu bezeichnen? Wo legen Sie die Armutsgrenze an? Zweitens, Ihr Beispiel mit den 5.000 Euro. Das klingt wohl feil. Wenn man es zu Ende denkt, würde ich Ihnen mit Sicherheit eine Wette anbieten können, dass die Preise stiegen, und zwar deutlich, wenn wir alle 5.000 Euro mehr bekämen. Erstens, dann wäre der Effekt schon schnell wieder vorbei. Und zweitens, der Armutsbegriff, der in Europa komplett anerkannt ist, dieser relative Armutsbegriff, zielt darauf ab, dass auch alle Menschen gesellschaftliche Teilhabe haben sollen. Es handelt sich hier um einen europäischen Standard. Und was Sie machen, bedeutet, dass die Reichen sich zwar große Autos und Flugzeuge leisten können und dass das die Statussymbole des 21. Jahrhunderts sind. Die Armen, die wollen Sie aber auf die Standards vom 18. Jahrhundert festlegen. Und das funktioniert nicht. Schließlich fahren die Reichen auch heute nicht mehr in den Kutschen. Es ist wesentlich schlimmer, in einem reichen Land arm zu sein, als wenn alle ungefähr dasselbe haben. Und da würde ich Sie bitten, mal was zu sagen, denn die skandinavischen Länder zeigen, dass es anders geht. Da sind viele nah beieinander, auf hohem Niveau, und alle sind glücklich. Lieber Herr Kollege Birkwald, das mache ich natürlich gerne. Der erste Punkt ist, ich habe ja das nur aufgenommen, was die Kollegin Kipping gesagt hat, in einer Kritik an der Ministerin, und habe gesagt, ich kann die Kritik der Ministerin, also das, was die Ministerin an diesem Armutsquotienten kritisiert hat, gut nachvollziehen, weil ja in der Tat der Armutsbegriff zwei Facetten hat. Er ist auf der einen Seite eine statistische Relation, die durchaus Sinn macht.
Aber er ist auf der anderen Seite natürlich ein Kampfbegriff. Und die Art und Weise, wie gerade Ihre Fraktion diesen Begriff verwendet, zeigt ja auch, dass man da die genaue Abgrenzung treffen muss, damit man das eine nicht mit dem anderen verwechselt. Und der zweite Punkt, da haben Sie die Frage ein wenig zu früh gestellt, denn auf diese Frage, was denn eigentlich Armut sei, wollte ich im Laufe der Rede noch eingehen und vielleicht mit Ihrem Einverständnis wollen wir die Frage hiermit dann beantwortet sein lassen und ich fahre dann einfach fort und beantworte dann sozusagen im weiteren Verlauf der Rede auch Ihren Wissensdrang. Meine Damen und Herren, aus diesem Grund denke ich, man muss einen genauen Blick darauf werfen, was die genauen Zahlen sind. Gottfried Benn hat einmal gesagt, wir müssen mit unseren Beständen rechnen und nicht mit unseren Parolen. Und hier hat der 4. Armuts- und Reichtumsbericht ja einige gute Grundlagen gelegt. Er belegt beispielsweise, dass sich die Schere bei den Einkommen seit 2007 langsam schließt. Das ist vermutlich auch auf die Wirkung der Arbeitsmarktreformen zurückzuführen, aber ich will hier keinen in Verlegenheit bringen. Er belegt auch, dass die Vermögenskonzentration in den letzten 20 Jahren leicht zugenommen hat, der Gini-Koeffizient, das Maß gesellschaftlicher Ungleichheit, aber in etwa gleich geblieben ist. Übrigens vermute ich, dass der nächste Bericht deutlich machen wird, dass die Einführung des Mindestlohns auf die Einkommensrelationen und auf den Gini-Koeffizienten einen positiven Einfluss hat. Gleichwohl, der Mindestlohn ist ja, anders als Sie in Ihrem Antrag annehmen, kein Instrument zur Armutsbekämpfung, sondern eine Maßnahme zur Ordnung des Wettbewerbs auf dem Arbeitsmarkt. Etwas anders sieht es aus, wenn man die Frage der Einkommens- und Vermögensentwicklungen langfristiger betrachtet. Hier greife ich die Ergebnisse der Studie von Thomas Piketty über das Kapital im 21. Jahrhundert auf. Demnach ist die Ungleichheit der Einkommen in den letzten 120 Jahren bis zu Beginn der 80er Jahre deutlich nach unten gegangen und hat sich seither moderat erhöht. Ähnliches gilt für die Vermögensverteilung. Dabei unterscheiden sich Europa und die USA deutlich, nicht zuletzt auch deshalb, weil es unterschiedliche Auffassungen über das Verhältnis von Wirtschaft und Sozialstaat gibt. Wichtig ist mir aber eines: die von Piketty als Tendenz herausgearbeitete Faustformel, dass die Kapitalrendite immer höher sei als das Wirtschaftswachstum, hat offensichtlich eben nicht dazu geführt, dass es zu einer Konzentration der Vermögen gekommen ist. Überdies ist auch der Hinweis wichtig und richtig, dass es immer wieder wechselnde Personen sind, die Vermögen besitzen. Josef Schumpeter hat das einmal mit dem Bild des kapitalistischen Hotels beschrieben. Das Hotel ist zwar immer voll und auch die Suiten sind immer gut belegt, aber die Gäste wechseln. Schumpeter hat das auf den produktiven Neid zurückgeführt, der zu wirtschaftlicher Aktivität führt und zu den Prozessen schöpferischer Zerstörung, der alte Strukturen, im Übrigen auch alte Vermögen, zerstört und neue schafft. Und ich will Schumpeter auch in einem folgen. Ich halte produktiven Neid für sinnvoller als den unproduktiven Neid, der nur darin besteht, den Reichen ihren Reichtum zu nehmen. So funktioniert Wohlstand für alle nicht. Ich halte ein bestimmtes Maß an gesellschaftlicher Ungleichheit für durchaus vernünftig, wie Piketty im Übrigen auch. In der sozialen Marktwirtschaft ist es diese Ungleichheit, die auch Triebfeder für Innovation und Fortschritt ist. Wir haben ein Eigeninteresse daran, dass die Ungleichheit nicht zu groß wird, weder nach oben noch nach unten. Deshalb brauchen wir die Armuts- und Reichtumsberichte. Und deswegen ist es sinnvoll zu formulieren, was wir von einem solchen Bericht erwarten. Da ist die Armutsrisikoquote eine interessante Zahl, aber spannender ist es doch, den Blick zu weiten. Zum Beispiel auf die Antworten, die wir in der letzten Legislaturperiode auf die Frage nach einem Wohlstandsindikator gegeben haben. Wohlstand ist eben nicht nur Einkommens- und Vermögensverteilung, sondern zum Beispiel auch Beschäftigungsquote, Bildungsquote, das Maß an individueller Freiheit, die Schuldenstandsquote und die Gesundheit. Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Wichtig ist mir, dass wir Chancen abbilden, um die Armutsrisiken abbauen zu können. Ich würde mich freuen, wenn sich einiges davon im nächsten Armuts- und Reichtumsbericht wiederfindet. Einiges deutet ja darauf hin. Dann können wir über Chancen und Befähigungen sprechen, Armut zu bekämpfen
und nicht lediglich über die Umverteilung von Vermögen. Armut wird nicht dadurch bekämpft, dass man Menschen Geld in die Hand drückt, sondern Armut bekämpfen wir nachhaltig am besten, indem wir Menschen befähigen, indem wir ihnen Möglichkeiten eröffnen und Chancen bieten, sich selbst zu helfen. Meine Damen und Herren, Deutschland ist, anders als es die Linke glauben machen will, kein Land, das in sich selbst gespalten ist. Die soziale Marktwirtschaft setzt einen Rahmen, der für Fairness und Ordnung sorgt und den Schwachen hilft. Hierfür werden wir beneidet, denn wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg und soziale Gerechtigkeit. Wir wollen eben gerade nicht den rücksichtslosen Liberalismus des Stärkeren, den sozialdarwinistischen Kampf in der Wirtschaft. Und da habe ich ein interessantes Zitat gefunden im Paulusbrief an die Galater. Da heißt es: So ihr euch aber untereinander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht untereinander verzehrt werdet. Zitat Ende. Bei diesem Zitat habe ich keine Sekunde an den Zustand unserer sozialen Marktwirtschaft gedacht, ein wenig aber schon an die inneren Turbulenzen bei den Linken, denen ich diese Mahnung von Paulus gerne auf den Weg gebe. Soweit Matthias Zimmer, CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Wolfgang Strengmann, Kuhn, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gab eine Zeit, da gab es noch keine Armuts- und Reichtumsberichte. Das war vor 1998 und damals war es so, dass jede Regierung immer behauptet hat, Armut gibt es in unserem Land nicht. Unabhängig davon, ob die SPD regiert hat oder die CDU, alle haben sie Armut immer negiert. Vor 1998 haben wir leider nicht regiert, sondern erst ab 1998. Damals gab es auch noch die FDP in der Regierung. Das schwankte dann immer, je nachdem, wenn man in der Opposition war, wurde dann wieder gesagt, es bestand Armut. Dann ist es unter Rot-Grün tatsächlich gelungen, eine regelmäßige Armuts- und Reichtumsberichterstattung einzurichten. Und ich würde sagen, es war richtig, dass dieser Bericht von der Bundesregierung kommt, weil dann endlich die Bundesregierung selber sagen konnte und darstellen musste, wie groß die Armut in Deutschland ist. Und deswegen bin ich etwas skeptisch, was so ein Outsourcing in eine unabhängige Kommission angeht. Auch da gab es unter Rot-Grün die eine oder andere Erfahrung, die vielleicht nicht so positiv war, wo wir Dinge ausgelagert haben, wo eigentlich die Debatte hier in den Bundestag gehört hätte. Und an der Stelle, glaube ich, kann man durchaus vielleicht die eine oder andere Beteiligungsmöglichkeit verbessern. Es ist ja tatsächlich einigermaßen transparent, was passiert. Es gibt www.armuts- und Reichtumsbericht.de, wo man sehen kann, welche Gutachten vergeben worden sind, dass Symposien stattgefunden haben. Allerdings ging das alles an dem Parlament vorbei und es wäre, glaube ich, eine Überlegung wert, ob man nicht am Anfang dieses Prozesses auch eine Debatte hier im Bundestag hat, wo der Bundestag die Möglichkeit hat, der Bundesregierung mitzugeben, mit welchen Themen in dem Armuts- und Reichtumsbericht zum Beispiel gearbeitet werden soll, welche wichtigen Fragen bearbeitet werden können. Und die Fragen liegen auf der Hand. Und ich will vielleicht auch noch mal betonen, es ist ein Armuts- und Reichtumsbericht. Und die Behauptung, die Matthias Zimmer da aufgestellt hat, könnte da mal geprüft werden. Ich halte das für ziemlich absurd, zu behaupten, dass die reichen Vermögen ständig wechseln personell. Also mir ist es nicht bekannt, dass dauernd Milliardäre oder auch nur Millionäre dauernd ihr Vermögen verlieren und andere dann so hohe Vermögen anschaffen. Es ist vielleicht im unteren Einkommensbereich wünschenswert, wenn es da Bewegungen gäbe, da komme ich gleich noch mal drauf. Aber bei der Vermögensverteilung ist das so, dass die Reichen relativ stabil da oben sind. Und das ist ein Problem, was unbedingt angegangen werden muss. Das ist auch was, was Piketty in seinem Buch beschreibt, wo ich gerade gestern eine schöne Veranstaltung hatte, wo ich darüber einen Vortrag gehalten habe über Piketty. Er beschreibt, dass das alles sehr stark angestiegen ist in den letzten Jahren. Und was er bei der Vermögensverteilung vor allen Dingen beklagt, ist, dass wir dadurch ein Demokratieproblem haben in Deutschland. Also er kommt da nicht mit dem Zeigefinger her und sagt, die Bösen reichen, dass die so viel Geld haben, darauf bin ich neidisch, sondern er sagt, es ist ein Problem für die Demokratie, wenn das Vermögen so stark konzentriert ist und so viel Macht in der Hand von einigen wenigen liegt. Und das ist eine Debatte, die wir natürlich auch hier im Parlament führen müssen.
Und zu der anderen Seite der Armut, da gibt es ja jetzt gerade die Diskussion um die Armutsmessung. Da könnten wir jetzt lange wissenschaftliche Diskussionen führen, was da das richtige Maß ist. Ich habe dazu auch schon veröffentlicht. Auch an der Stelle muss man vielleicht noch mal in die Vergangenheit gucken. In den 90er Jahren war das ein heilloses Chaos, was für Armutsmaße denn verwendet werden. Und dann gab es 2001 einen Prozess auf europäischer Ebene, an der ich als Wissenschaftler auch beteiligt war, wo es dann eine Einigung gab auf ein Armutsmaß, was seitdem in der Europäischen Union verwendet wird. Und das ist sehr gut so, dass es da eine Einigung gab. Weil dadurch entsteht dieses Chaos dann nicht mehr. Es wurde gesagt, 60% des Medianeinkommens, die sogenannte modifizierte OECD-Skala, alles relativ kompliziert. Aber das ist die Messung vom Bruttoinlandsprodukt auch, wo wir letztes Jahr eine Veränderung hatten, dass auf einmal Schmuggel und Drogenhandel auch in das Bruttoinlandsprodukt berechnet wurde. Das BIP ist bisher noch nicht kritisiert worden von der Union, habe ich noch nicht mitgekriegt. Matthias Zimmer in der Enquete-Kommission, gut, nehme ich da mal aus, aber hier extrem noch nicht. Ich glaube, es ist gut, dass wir da ein einheitliches Maß haben, und die Bundesregierung sollte sich mal dran halten. Und das tut sie im EU-2020-Prozess nicht. Sie hält sich nicht an europäische Indikatoren, sondern hat sich da einen eigenen Indikator ausgedacht. Man stelle sich mal vor, Griechenland würde sagen, mit dem BIP machen wir jetzt ganz anders, wie hier der Aufstand wäre. Die Bundesregierung nimmt sich das bei der Armutsbekämpfung heraus. Das ist meines Erachtens ein Skandal. Da meine Zeit jetzt schon abgelaufen ist, kann ich jetzt nicht mehr auf die Armutssituation weiter eingehen. Ich empfehle, den neu aktuellen DIW-Wochenbericht zu lesen, wo klar drinsteht, die Einkommensverteilung ist in den letzten 15 Jahren stark auseinandergegangen und nicht in den letzten Jahren wieder zusammengegangen. Es ist drin, dass die Kinderarmut immer noch extrem hoch ist, dass die Armut von Erwerbstätigen stark steigt, dass die Altersarmut steigt. Und das muss in dem Armutsbericht natürlich auch klar und deutlich formuliert werden. Und dann kommt die politische Schlussfolgerung, und die debattieren wir dann hier im Plenum. Vielen Dank. Wolfgang Steinmann-Kuhn war das, Bündnis 90 Die Grünen. Nächste Rednerin ist jetzt Daniela Kolbe für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, zunächst mal zum Antrag der Linken, dem ich insbesondere im ersten Satz des Antrages vollumfänglich zustimmen möchte. Der lautet: Die Armuts- und Reichtumsberichterstattung ist im Grundsatz ein wichtiges und geeignetes Instrument zur Analyse der sozialen Wirklichkeit in Deutschland. Und da möchte ich zustimmen. Es ist wirklich so. Wir haben das unter Rot-Grün im Jahr 2000 miteinander beschlossen, vereinbart. Bis dahin war Deutschland in diesem Zusammenhang ein absolutes Entwicklungsland. Niemand wusste so genau, alle haben, Herr Strengmann-Kuhn hat das ausgeführt, reden können, was sie wollen. Das ist seitdem nicht mehr so. Die Große Koalition hat 2005 ein regelmäßiges Erscheinen dann beschlossen. Und es war von Anfang an so, dass der Bericht keine reine Sache des Ministeriums war, sondern es waren immer Verbände und auch Sachverständige eingebunden. Das ist mal mehr, mal weniger gut gelungen, in der Tat, aber sie waren eingebunden. Ich persönlich finde, dass die Federführung beim BMAS durchaus sachlogisch richtig liegt, nicht nur, weil dort die Expertise und das Know-how und auch die großen Fragen liegen, sondern auch, um dem Bericht die Bedeutung zuzuordnen, die er ja genießt. Also alle Medien berichten darüber, wenn der Armuts- und Reichtumsbericht veröffentlicht wird. Das hat auch mit dem Absender zu tun, dass hier ein Ministerium sich mit einer solchen spannenden Frage beschäftigt und auch kritisch auseinandersetzt. Insofern sagt die SPD ganz klar, das ist, und hat sie übrigens auch immer gesagt, Frau Kipping, das ist in Ordnung so, wir haben das so eingeführt und so wollen wir das auch beibehalten. Das ist eine Aufgabe des Ministeriums und die muss sie auch, dem muss sie auch nachkommen. Als Vorsitzende der Enquete Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, der auch Herr Professor Zimmer angehört hat, haben wir uns mit der Frage, was ist denn Wohlstand, auseinandergesetzt. Und das hat sehr viel mit dem Thema Armut und Reichtum zu tun, denn wir waren uns alle miteinander ziemlich schnell klar, dass das natürlich nicht nur um die reine Größe des materiellen Wohlstandes geht, der Wohlstand einer Gesellschaft, sondern auch ganz entscheidend ist, wie dieser Wohlstand verteilt ist, und zwar wie Einkommen und wie Vermögen in der Gesellschaft verteilt sind. Und zwar auch deshalb,
weil sich daran die Frage entscheidet, ob wir dem Ideal nahe kommen, dass alle Menschen etwas aus ihrem Leben machen können, und zwar ein Leben nach ihren Vorstellungen führen können und aus ihren Ressourcen, die ihnen mitgegeben sind, auch wirklich schöpfen können. Und in der Tat verstecken sich dahinter auch einige ganz spannende statistische Fragen. Wir wissen auch nach wie vor trotz 4 Armuts- und Reichtumsberichte relativ wenig über extremen Reichtum in diesem Land. Und wir wissen auch relativ wenig über Armut, insbesondere über verdeckte Armut. Und ich finde, da lohnt es sich auch nach wie vor weiterhin ganz genau hinzugucken. Denn wenn wir etwas über die Wirklichkeit wissen wollen und sie dann verändern wollen, dann müssen wir auch die Daten und Fakten kennen. Das ist nicht trivial. Aber ich denke, da lohnt sich es auch weiterhin ganz intensiv hinzuschauen. Auch deshalb, weil wir eines natürlich ganz genau wissen: Die Schere zwischen Arm und Reich klafft in Deutschland zu weit auseinander. Und wir können da gerne eine akademische Debatte darüber führen, ob der Gini-Koeffizient jetzt in den letzten Jahren noch ein bisschen sich verschlechtert hat oder ob er ganz klein bisschen besser geworden ist oder ob er eigentlich gleich geblieben ist. Fakt ist, die Schere schließt sich nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Und wir stehen im internationalen Vergleich vielleicht okay da. Gut stehen wir jedenfalls nicht da. Und große Organisationen wie die OECD schreiben es uns und anderen Industrienationen ins Stammbuch: Nehmt die Verteilungsfrage wieder in den Blick. Und zwar nicht nur aus rein moralischen Gründen, sondern auch aus reinem Eigennutz, aus ökonomischen Gründen, denn die ungleiche Verteilung behindert auch in einem geschüttelten Maß wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn viele Menschen keinen Zugang zu Bildung haben, dann beeinflusst das auch die wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft, hat zuletzt die OECD auch im letzten Jahr festgestellt. Und ich denke, das wird sich auch jetzt im neuen Armuts- und Reichtumsbericht wiederfinden. Ich kann mir an der Stelle jetzt noch die Bemerkung nicht verkneifen mit dem Median und mit der Armutsrisikoquote. Ich widerspreche dir nur ungern, Matthias, aber wenn du jedem 5.000 Euro gibst, dann rutschen die Menschen natürlich näher zusammen. Und dann bedeutet das für die Verteilung, dass die Spreizung nicht mehr so hoch ist, wie sie das vorher war. Und ich rechne es dir nachher gerne vor, dann sinkt die Armutsrisikoquote. Das ist jetzt nicht der Anlass zu sagen, dass wir allen 5.000 Euro geben, aber über eine gleichere Verteilung nachzudenken, macht oft in jedem Fall Sinn. Vielleicht noch mal, was ist jetzt mit dem fünften Armuts- und Reichtumsbericht zu erwarten? Ich finde schon, hier herrscht eine ganz andere Stimmung. Insofern habe ich mich über den Antrag auch ein ganzes Stück gewundert. Der neue Bericht soll Ende 2016, Anfang 2017 erscheinen. Und eine der größten Veränderungen ist die Transparenz, die ich wahrnehme. Der Beratungsprozess wird öffentlich stattfinden. Die Verbände werden eingebunden. Es steht schon jetzt fest, wer die Sachverständigen sind, die eingebunden werden. Und das wird auch gelebt. Das ist erkennbar unter anderem an der Website, die auch schon zitiert worden ist. Da finden sich die Schwerpunkte, da finden sich die Sachverständigen. Und da finden sich alle Daten, die dahinter liegen, ganz im Sinne von Open Data zum Anschauen. Insofern freue ich mich sehr auf die Debatte um den Armuts- und Reichtumsbericht, auch weil er sehr interessante und wichtige Schwerpunkte legt. Einmal die Frage Auswirkungen atypischer Beschäftigung. Das ist für uns Sozialdemokraten ein ganz, ganz wesentliches Thema. Zweites Thema, die Relevanz von sozialräumlicher Segregation. Gerade wenn wir über Auswirkungen von Kinderarmut nachdenken, wenn viele arme Kinder in eine Schule gehen, in eine Kita gehen, dann hat das natürlich dramatische Auswirkungen. Und zuletzt auch der Schwerpunkt auf dem Thema Reichtum. Wie viel Reichtum wie viel Einfluss auf Gesellschaft und Politik kommt eigentlich mit wirtschaftlichem Reichtum? Eine ganz, ganz spannende Frage. Ich freue mich auf die gemeinsame Beantwortung der Frage und auf die weitere Debatte. Vielen Dank. Soweit Daniela Kolbe für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist Astrid Freudenstein, CDU/CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 4 Monaten hat der Paritätische Wohlfahrtsverband seinen Armutsbericht vorgestellt. Armut in Deutschland auf Höchststand stand dort als Überschrift.
und der Hauptgeschäftsführer sprach von einem armutspolitischen Erdrutsch. Viele Medien berichteten darüber und viele haben diese Überschrift auch so übernommen. Und jetzt gebe ich zu, dass dieser Bericht vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ein Ritual ist. Immer wieder kommt der heraus. Ich lese die Meldungen natürlich trotzdem und sie schrecken mich zunächst auch auf. Ich habe dann darüber nachgedacht, wo diese dort beschriebenen Zustände in unserem Land zutage treten, diese angeblich massenhafte Verarmung. Und ich war dann doch auch wieder ein bisschen ratlos. Aber ich war ja auch nicht die Einzige, der es so ging. Nach einigen Tagen setzte bei vielen ein Prozess des Nachdenkens ein. Immer mehr Journalisten, Wissenschaftler und Politiker schauten sich diesen Bericht offenbar genauer an und stellten dann auch tatsächlich kritische Fragen, ob das denn wirklich so sein kann, ob es tatsächlich so viele arme Menschen in Deutschland gibt. Was ist Armut überhaupt und ist dieser Bericht nicht vielleicht auch geleitet von Interessen? Jetzt möchte ich hier nicht über die Definition von Armut sprechen, die diesem Paritätischen Wohlfahrtsverbandsbericht zugrunde liegt. Ich möchte anhand dieses Beispiels nur zeigen, dass Zahlen und Statistiken eben tatsächlich unterschiedlich interpretiert und bewertet werden können. Und das gilt nicht nur bei uns in der Politik, das gilt auch so in der Wissenschaft, in den Sozialwissenschaften ist das ja sogar eine Art Grundprinzip. Und deshalb wird jeder Bericht, egal ob er vom Paritätischen Wohlfahrtsverband stammt oder von der Bundesregierung, immer mit dem Vorwurf zu kämpfen haben, dass die Zahlen falsch interpretiert werden. Das liegt nahezu in der Natur der Sache. Bei dem jetzt anstehenden 5. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung sind im Übrigen mit dem Beraterkreis und dem Gutachtergremium die wesentlichen Akteure, die wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure, beteiligt. Außerdem ist das grundlegende Datenmaterial komplett offengelegt. Mehr Transparenz, meine Damen und Herren, meine ich, geht tatsächlich nicht. Man kann der Bundesregierung also beim besten Willen nicht vorwerfen, hier irgendwas zu verschleiern. Eine unabhängige Kommission, wie Sie sie nun fordern, die mit, ich zitiere, Interessensvertretungen der von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffenen Personen besetzt ist, wäre tatsächlich auch nicht wirklich völlig unabhängig. Was Sie verlangen, ist de facto, ich drücke es mal so aus, ein sozialistisches Komitee zur Bekämpfung von Ungleichheit im kapitalistischen Deutschland. Was haben Sie jetzt aber schön gesagt? An dessen, so, Sie hätten es kaum schöner sagen können, Herr Kollege, oder? Ja. Nee, wir haben es schon viel schöner gesagt in unserem Zukunft. An dessen Erkenntnissen am besten dann keine Kritik geäußert werden darf, weil sie ja wohl eher die reine Wahrheit sind. Und diese Handlungsempfehlungen dieser Kommission sollten dann auch direkt von Regierung und Parlament übernommen werden, was im Übrigen nicht mit meinem Verständnis von demokratisch gewählten Parlamentariern übereinstimmt. Wir sind ja schließlich nicht nur Erfüllungsgehilfen einer Anti-Armutskommission. Meine Damen und Herren, Sie bezeichnen soziale Ungleichheit als Ausfluss des kapitalistischen Produktions- und Verteilungsprozesses. Und da fiel mir schon glatt die Situation Ende der 80er Jahre in der DDR ein. Die dortigen, ja nun nicht so kapitalistischen Produktions- und Verteilungsprozesse hatten dazu geführt, dass ein Fünftel nur der Bevölkerung 4/5 des Vermögens besessen hat. Das mit der sozialen Gleichheit war Ihrer Vorgängerpartei also trotz des fehlenden Kapitalismus offenbar auch nicht wirklich geglückt. Wenn wir heute über die Situation in Deutschland sprechen, meine ich, könnte man zumindest diese Antikapitalismus-Rhetorik einfach mal weglassen. Ungleichheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, entsteht im Übrigen zwangsläufig immer und überall dort, wo Menschen etwas unternehmen, vor allem wenn sie wirtschaftlich etwas unternehmen. Es ist eben nicht so, dass Ungleichheit ausschließlich strukturell oder schicksalshaft eintritt. Ungleichheit ist tatsächlich auch die Konsequenz unterschiedlicher Bildungs- und Ausbildungsbereitschaft. Sie ist auch die Folge von unterschiedlichem Arbeitseinsatz und auch von unterschiedlichen Vorstellungen vom eigenen Leben. Unsere Aufgabe hier in der Politik ist es, diese Ungleichheiten, wie auch immer sie entstehen, abzufedern. Der soziale Friede und der gesellschaftliche Zusammenhalt, das sind die Ziele unserer Sozialpolitik. Und es sind eben nicht diese idealisierten Vorstellungen absoluter Gleichheit. Und ich meine, dass die soziale Marktwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen hat, dass sie dafür der richtige Weg ist. Und was ist es, was eigentlich wirklich Armut in unserem Land verhindert? Es ist Ausbildung und es ist Arbeit, gute, ordentlich bezahlte Arbeit. Hier in Deutschland arbeiten...
hier in Deutschland arbeiten immer mehr Menschen und deshalb nimmt die Einkommensungleichheit auch nach und nach ab. Und das ist grundsätzlich auch eine gute Entwicklung. Und auch mit Maßnahmen, die wir hier schon ergriffen haben, zum Beispiel mit dem Rentenpaket oder der Mütterrente, sinkt das Risiko für Frauen, im Alter arm zu sein. Sie sehen also, wir nehmen Armut natürlich nicht einfach hin, das darf Politik auch nicht, aber ich kann mit Ihrem Gerechtigkeitsbegriff, der allein auf Gleichmacherei und Umverteilung setzt, wenig anfangen. Wir leben heute in einem sozialen Rechtsstaat und nicht nur die ganz große Mehrheit der Menschen in unserem Land, sondern auch viele Theoretiker sehen vor allem die Chancengerechtigkeit, die Gerechtigkeit, dass jeder die Chance bekommt, als ganz entscheidend für unsere Zukunft an. Und dafür genau müssen wir sorgen. Es ist nämlich völlig unstrittig, dass natürlich jedes Kind in unserem Land ganz nach seiner Begabung bestmöglich gefördert werden muss, ganz egal aus welchem Elternhaus es kommt. Und es ist auch völlig unstrittig, dass jeder Jugendliche, der ausbildungsfähig und ausbildungswillig ist, eine Ausbildung bekommen muss. Das ist mein Verständnis von Gerechtigkeit und mit Ihren Umverteilungsideen hat das wenig zu tun. Und ich meine auch, dass der Armuts- und Reichtumsbericht dafür nicht herhalten muss. Dankeschön. Meine Damen und Herren, der Bundestag debattiert über die Armuts- und Reichtumsberichterstattung. Das war die Rede von Astrid Freudenstein. Für uns wird es an der Zeit, uns zu verabschieden. Soweit unsere Übertragung aus dem Hohen Haus für heute. Morgen früh um 9 Uhr sind wir wieder für Sie da, geben für heute zurück in die Sendezentrale nach Bonn.